Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unserer Didosa 7 Days to Die Serie. Und ja, in der letzten Folge haben wir leider kein Glück gehabt, dass der Händler uns irgendeinen Quest gegeben hat, die uns in einen gemonnten POI bringen würde. Mal gucken, wie das heute so läuft. Nehmen wir mal schon mal das ganze Verkaufszeug mit hier für Tag 13. Packen wir das schon mal beim Händler in die Kiste. Und gut ist, ich glaube, ich habe wieder einen Skillpunkt zu vergeben. Mal gucken, hier, das ist das Baumenü. Da, ja, haben wir. So, wir sind auf Strength 3 sind wir gekommen. Das heißt, es geht jetzt in Sexy T rein. Masterchef lassen wir aus. Meiner 69 habe auch dringend einen Punkt, denn ich bin gerade aktuell unten in der Mine auf eine Kohle- bzw. Metallader gestoßen. Da wird sich das richtig schön anbieten. Mal gucken, ob wir heute noch ein Levelchen machen können. Jetzt kriegen wir erstmal einen Punkt hier in Sexy T rein. Sexual Tyrannosaurus, damit wir ein wenig mehr Stamina haben, wenn wir mit Mini-Waffen rumkämpfen und Co. Und juhu, dann machen wir uns mal auf zum Händler und schauen, was denn dann da so, was er denn für uns hat. Ansonsten machen wir uns selbstständig unterwegs, denn so langsam müssen wir mal die Schematik finden für hier für eine Werkbank und Co. Geforged dürfen wir herstellen, aber eine Werkbank Material dafür haben wir. Wir haben immer noch nicht freigeschaltet. Und ja, wäre cool, wenn wir in der Hinsicht irgendwas finden würden, dass wir uns da auch Punkte sparen können, um da reinzugehen. Ja, ein Punkt haben wir da schon drin. Wäre cool, wenn wir uns das auch alles sparen könnten, wenn wir das per ja, Vorlagen bauen könnten und nicht über Skillpunkte. So, wie sieht es im Blumenbeet aus? Da sieht aus, als wenn wir nirgendwo dran müssen. Alles klar, ab auf die Fits und auf geht's. Mr. Hoodie, sollten wir aber noch aus dem Weg räumen hier. Du störst uns bestimmt gleich. Warte mal, renn da nicht so weit weg. Hab dich erwischt. Wunderherrlich, wunderschön. Schön Headshot. So muss das. Wäre cool gewesen, wenn wir das im Einschlag erledigt hätten. Nicht mit zwei Schüssen, aber naja. Da machst du nix, gib mir direkt hier neue Dosen. Ich bin doch so ein Dosenfan hier. Blockbuster nehmen wir auch gerne mit. Kaffee brauchen wir erstmal nicht. Jailbreaker, ja. Sugar Buds, Beef Ratio, So, dann können wir jetzt wieder in Kaffee reinspenden. So, Hackers und Eye Candy glaube ich nicht, dass wir das großartig brauchen. So, Verkaufskiste, du kommst rein. Du. Nope. Nope, yep, nope und nope. Das ist alles nope. So, das Käffchen nehmen wir da noch mit. Du hier rein und du da rein. Gut. Arsch hinterm Tür zu. Und dann lass mal gucken, hast du heute was, was wir gebrauchen können. Fetch and clear. Das ist Standardspiel. Das ist Standardspiel. Sorry. Restore Power. Mal nur Reinspielung kann. Farm 02 ist auch Standardspiel. Buried Supplies ist sowieso Standardspiel. Fetch and Clear hier. House Old Master. Nee, alles Standardspiel. Na gut, dann mache ich mich heute nochmal allein auf die Socken. Oh weh, du hast morgen nichts für uns gemordetes. Vielleicht ist ja auch nichts in dem Tierbereich in der Nähe, wo du uns reinschicken willst. I don't know. Tja, da machen wir uns heute halt wieder allein auf die Socken. Kein Problem. Ich habe da sowieso noch hier das schöne Rohstoffhaus noch entdeckt. Schon ein paar Mal dran vorbeigefahren, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier das blaue Haus, was man da hinter den Bauruinen sieht, da mit dem gelben Gerüst dran, da gibt es viele Baurohstoffe und die sollten wir uns unterm Nagel reißen. Ja, da liegt auch ein Täschlein. War man hier nicht sogar schon drin, ne? I don't know. Munition, um mehr zu simpeln. Sweet, sweet, sweet. Dann lass mal gucken. Hier sind auf jeden Fall Werkbänke und Co. drinnen. Hier waren wir noch nicht drin. Guck mal hier. Hier ist er ja noch. Ja, hier ist ja noch der Krabbelmo. Ist hier noch. Oh, guck mal, da kommt Aline an. Guck mal. Wow. Du bist ja mir direkt vor den Flint hier geflogen. Da kann ich auch nichts für. Ballern wir mal hier so rum. Ich höre doch noch die Leutchen. Aber das ist bei dem POI ja relativ normal. Die sitzen hier Gott weiß wo. Drinnen. Lass uns erstmal oben rumgehen. Ich glaube, wir fallen sowieso durch den Boden durch. Hallo? Hibbelhabbel. Heini. Bist du down? Du bist down. Und du bist verschlossen. Hier ist gerade was weggebrochen. Finde ich gar nicht cool. Ich sagte, ich finde das gar nicht cool. Da schubst er mich dann nochmal runter. Da sollen wir wohl nicht rum. Ja. Und dann da rein zu dem Hausmeister hier. Weg ist er.
Hallo Mo, wie geht's dir? Ich würde auch noch jede Menge Böden hier wegbrechen. Die Krankenschwesterchen muss noch weg. Und der Vorschlaghammer macht mittlerweile richtig Spaß. Guck mal. Nice, das können wir direkt usen. Muss ich schon alles nehmen. Muss ich auch die R-Taste dabei drücken. So, hier oben gibt es natürlich nicht so viele Rohstoffe, aber jetzt kein Problem. Hier oben sind wir auch nicht lange, weil hier ist viel Kaputtboden. Birdie, auch schon wieder aktiv. Gucken, dass wir hier nicht noch unterstürzen. Ist hier jemand drin? Hier kommt man normalerweise rein. Stimmt. Dann geht's da hoch. Da geht's, glaube ich, schon zum Endloot. Gucken wir erstmal alles hier. Birdie mit dem Birdie kommt auch sofort bestimmt. Warte. Wir müssen Kenny noch aus dem Weg räumen. Und da kommt definitiv ein Birdie sofort an. Oh, guck mal, haben wir Glück gehabt. Der Boden ist wieder unten dahinter weggerückt, gefallen. Boings. Ich hab kommen sehen. Ha ja. Ist aber hinter dem Bild. Nope, ist nicht. Ja. Das ist die falsche Richtung zum Hoppen. Nee. Dann waren wir kurz vor dem Endloot. Ah, shit. Einmal mit Profis, wa? Schau mal, dann klettern wir jetzt hier hoch. Da geht es ja auch rum. Kann ich hier schon hoch? Ja. Du bist so blöd zum Hochklettern, wa? Dann hier rum. Hier rum, Larum, Löffel rum. So wollte ich eigentlich getan haben. Siehst du, hier oben ist der Endloot. Aber da ist noch jede Menge andere Zeugs hier zu holen. Ich stehe da einfach voll auf dem Boden rum. Unbelievable. So, gib mir mal hier schön Munition. Und jede Menge Laufschuhen hast du nicht gesehen. Klamotten müssen wir nachher auslisten, was denn davon gebrauchbar ist und was nicht. Mach mal die Taschen hier weg. Ich komme ja sonst gar nicht durch. Unverschämtheit ist das hier. Was ist hier für ein Büchlein für uns? Das ist nur Papier. Schon wieder nach der Efteling fahren. So. Hast du hier in der Hauptbox drin ein Gewitter? Hast du Desertwear. Alright, sweet. Und Customized Fitting Mod. Sweet. Und eine bessere Pipe Rifle als die, die wir schon auf Seite liegen haben bei uns in der Hauptbasis. Glaube ich zumindest. Oder eine identische. Werden wir wohl herausfinden, wenn wir wieder zu Hause sind. Das ist nice. Ich glaube, wir haben schon einen Hammer auf Seite liegen für die Werkbank. Ich habe gar keinen Hammer auf der Leiste liegen. Ja, das ist hier 6, das ist auf jeden Fall nice. Und ein weiterer Vorschlag einmal zum Vertickern. Müssen wir natürlich vorher reparieren, damit wir da möglichst gute Ausbeute drin haben. Noch ein Waffenbeutelchen. Habe ich das rausgenommen? Habe ich nicht rausgenommen. Alright. Vergesst immer die R-Taste zu drücken. Da haben wir einen schönen Puffercode. Wollen wir mal gucken, was wir überhaupt gerade anhaben auf dem Slot. Haben wir da überhaupt was an? Wir haben da eine College Jacket an. Sweet. Da können wir zumindest die Farbe da rausnehmen. Dann haben wir schon mal Farbe, die wir selber nicht brauchen, wir so zum Sachen anpinseln. Haben wir das die ganze Zeit noch nicht gemacht, wa? Doch, ja, wir haben immer die Farbe, weil das hier schwarz und rot und gelb habe ich immer genommen, um. Das kann direkt gescrapped werden. Um da direkt in die Klamotten reinzupacken, ne? Gucke mal, schwarz, rot, Gold, schwarz, rot. Gold ist drinne. Schwarz, rot. Dann wärst du ein Kandidat für das Goldene hier. Gucke mal an. Ich darf dich hier noch nicht modifizieren. So, von der Leiste aus muss ich das machen, weil da ist der Modifizierungsknopf. Bitteschön. Der goldene Hammer. Alright. Jetzt geht an die schönen Bauklamotten plündern ran. Hier waren wir überall durch, wa? Ja, muss schon sagen, da waren wir noch nicht dran. Deshalb mache ich normalerweise die Müllsachen immer kaputt, damit ich mich auch nicht mehr vertuten tue. Wie ist an der Toilette, warst du auch nicht dran, ne? Mit dir. Arsch hinterm Tür zu. Ach, hier ist noch was im Fensterrahmen drin, ne? Ist ja viel Cobblestone und Co. Guckt sich das einer an. Ist das herrlich. So, du kommst ja auch heute voll zum Tragen. So, jetzt fangen wir aber erstmal hier vorne an. Machen wir hier kaputt. Unten sind noch ein paar Zombies in der Bude drin, ne? Da kümmern wir uns gleich drum. Guck mal, da steht auch noch jede Menge Rohstoffzeugs. Also hier lohnt es sich hin, zu kommen. Allein wegen den ganzen Werkbänken und hast du nicht gesehen. Hier sind zwei, drei Kettensägen hier, Kreissägen sind hier da am Rumstehen und Betonmensch ist ja am Rumstehen und eine Werkbank ist am Rumstehen. Also es lohnt sich, hier hinzukommen. Es ist nicht so super schwer, das PY-Ding.
Habe ich schon mal gesagt, dass sich das lohnt, hier hinzukommen. Falls nicht, irgendwo. Boings, da wollte ich gar nicht treffen. Ich wollte da, Genau. Sweet, sweet, sweet. So. Schon die richtigen Sachen hier angesehen. Und die Kreise hier auseinandergerupft. Da gibt schön Eisen, gibt das schön hier, schön für uns hier. Guten, tollen Barren da. Sweet, sweet, sweet. Und da kommt der Erste da unten rausgekloppt. Wunderbar, hast du dir den Weg gesucht. Perfekt, ja, dann kommen sie mal hier hoch. Dann gebe ich direkt hierfür auf den Kopf. Mit Schmerzen gebe ich da was. Gab auch mal was von Platz zu fahren, aber das haben sie nicht mehr mal im Angebot. So. So, wo bist du denn da? Du bist da bist du rausgekommen. Können wir mal direkt einen Blick reinwerfen. Nicht, dass da noch mehr Dullis sind. Normalerweise schon. Hier auf der anderen Seite geht's in die andere Hütte. Da müsste eigentlich ein Zombie wieder rumstehen. Ein Kenny steht da, glaube ich, rum. Guck mal einer an. Selber schuld, wenn du noch im Schlafmodus bist, kann ich auch nichts für. So. Möge der Herr dich erlösen oder so. Du, das ist, da können wir durch. Sweet, sweet, sweet. Hier gibt es auch ein Looky-Looky-Fenster. Guck mal, die kenne ich doch. Die Hackfressen habe ich doch schon mal gesehen. Oh Gott, hier die drei Mädels von der Tankstelle, oder was? Warte mal, waren das nicht eigentlich Dute-Riese? Ach, die Mädels über dem heutzutage auch alles, ey. Seid alle hops? Ja, hops, Alter. So, mal fix die Küchenzeilen hier geplündert und die Schränke sind empty. Mach ich auch kaputt. Wenn ihr heute sowieso schon mit dem Schraubenschlüssel alles kaputt haust, dann kannst du auch mal eben hier den Herd auseinanderrupfen. So. Ja, die Spüle nehme ich jetzt nicht auseinander. Komm, wir müssen nicht übertreiben, müssen wir ja nicht. Aber die Kaffeemaschine, so. Weil ich kriege hier nur Kaffee in Flaschen. Also das kann man sich ja auch nicht auf Dauer bieten lassen, kann man sich das nicht. Und hier geht's nicht raus. Ja, da müssen wir anders rein. So, apropos anders rein. Hier ist noch Zeugs drin, ne? Gut, gut, gut. Dann kann uns hier schon mal aus der Budenhälfte niemand in den Rücken fallen. Perfekt. So, dann lass mal gucken. Schade, dass die Kiste hier da nichts drin ist. Aber hier gibt es noch eine Kettensäge. Guck mal, Kreissäge. Das ist Nummer 2. Und dann steht da noch eine auf der Brüstung. Das sind 3 Stück, die hier rumstehen. Ich glaube sogar 4 eventuell vorne noch. Um die Garage drumherum. Da steht noch eine. Das wäre Nummer 3. Und es kann sein, dass hinter dem Betonmischer da auch noch eine ist. So, bitte, bitte, bitte habt Blueprint drin, ne? Das ist es nicht gewesen, ist das nicht. Das ist gut, aber das ist nicht das, was ich da eigentlich haben wollte. Naja, nun bist du weg. Hier, Nummer 3 jetzt weg. Man merkt direkt, dass wir sexy Team Levelpünktchen drin haben. Denn, ja, beim Buddeln wäre ich schon längst aus der Booste, wenn ich hier so mit ganz meinem Power-Text arbeiten würde. Oder so. Also gestern wäre man da noch aus der Booste gewesen, war das Power-Text hier so auseinandergerupft. Hier noch eine Kreisige rum. Da steht noch so eine Kreisige rum. Guck mal, 4 Stücke mit hier. Hammer. Plus ein Betonmischer und eine Werkbank. Also wenn sich das nicht lohnt, plus hier die ganzen Rohstoffe. Noch ein Hammer, Stufe 1. Ja, wunderbar. Müssen wir mal gucken.
später, wie viele Hämmerchen wir schon auf Seite liegen haben. Den besten, den Tier 6, den behalten wir natürlich uns für uns zum Arbeiten. Aber die anderen, einen können wir dann auf Seite legen, den lowesten für eine Werkbank später herzustellen. Und irgendwas, was dazwischen liegt, können wir vertickern. Perfekt, wa? Ist da irgendwas oben drauf? Nicht, dass ich den Schabel hier kaputt mache, bevor wir da ein Munitionspack oder sonst was geplündert haben. Muss ja nun auch nicht sein. Hier vergibt uns das hier einen ordentlichen Boost, was Hordenbasisausbau angeht. An Rohstoffen. Sweet, sweet, sweet. So, die andere Hälfte, da kam man rein. Durchs Dach, stimmt, da ist doch ja was weggefallen. Genau, hier kam man rein. Ich bin immer überlegen, wie ich denn hier reinkomme. Kann ich hier irgendwo schön draufspringen, wo nicht ganz weh tut. Als Bücherregal, sweet. Nur Bücherchen zum Verkaufen drin. Hier dürfte auch kein Zombie mehr drin sein. Die dürften schon alle hopp sein, weil wir hier, guck mal, da haben wir schön durchgeballert. Und hier haben wir auch schön durchgeballert. Ja, ist keiner mehr zu Hause hier. Ich komme ja nicht durch die Schränkchen durch. Die haben mich ja voll blockiert, habt ihr mich hier. Da gibt Rache, so. Die Rache der Blockierten, so. Guck mal, da haben sie schon drauf rumgekloppt, rechtzeitig die Mädels aus dem Weg geräumt. Und wäre das Schränkchen da oben kaputt gewesen, wir hätten keinen weiteren Kochpot bekommen. Naja. Und die sind da so Mangelware, die findet man nur alle Nase lang. Da waren wir dran, Da waren wir noch nicht dran, da ist empty und hier geht's nicht mehr raus. Wie scheiße, wie komme ich denn jetzt hier gescheit raus? Im Zweifelsfall kloppen wir uns hier durch. Ja komm, mach das Ding hier weg, ist nur Holz. Das ist doch nur Holz, mach weg den Scheiß. Also die Wohnungshälfte der Seite, die sieht ja vernünftig aus, ob man vernünftig drin leben könnte, aber hier ist doch ein wenig archeng. Nach meinem Geschmack ist hier doch irgendwas. Nee, oder? Ja. So, kloppen wir uns mal hier durch. Da haben wir doch vorhin den Mo erschossen. Da haben wir aber noch nicht geplündert. Das heißt, hier gibt es noch ein bisschen Zeugs. Wo das fette Loch in der Wand ist. Keine Ahnung, wie die hier bauen. Auf jeden Fall muss hier, das ist so, gehört sich das nicht. Sweet, dann haben wir das hier komplett auseinandergenommen. Perfekt. Guck mal, was ist unsere Ausbeute gewesen? Das ist doch einiges. Da kannst du meckern, darfst du aber nicht, weil, nee, geht so nicht. Lohnt sich dich zu reparieren? Für verkaufen? Ja, komm, der Kompass. Reparieren. Du kannst modifiziert werden, Farbe rausgenommen werden, dann... Ja doch, du bist verkaufswürdig. $52 reduced, das ist, da kann man... Durchaus. Ja, das ist auch noch okay. Hier die 13er und 8er Klamotten, die können wir ruhig vertickern. Scrappen, anstatt die zu vertickern. Aber hier, die können so. Das ist Vertickerei. Das ist Vertickerei. Ja, wir brauchen ein paar Verkuten. Das ist Vertickerei. So. Du bist Vertickerei. Wie viel Kosten gibst du denn jetzt? 161. Ja, das hat sich definitiv gelohnt. Den Mod behalten wir. Das ist für die Vertickerei. Das ist für die Scrapperei. Bei den Hämmerchen müssen wir erstmal nachgucken. Genauso wie bei deiner Wenigkeit. Das können wir scrappen. Ich glaube, da können wir direkt schlurfen. Hier, guck mal, hier schlurf. Und das Döschen hier können wir auch hier FS machen. So. Und dann schlurf. Nee, scrap. Mach mal scrap. Du kannst repariert werden und dann in die Vertickerbox. Wunderbar. Ja, lass uns erstmal nach Hause radeln. Und gucken, was denn unsere Hammerlage ist. Wie fährst denn du hier so komisch? Wieso ist die Kamera so komisch bei dir gerade? So, ich glaube, dann können wir uns mal eben Eier mit Speck gönnen oder sowas. Mal so zum Frühstück hier. Wo können wir? Gib mir mal... Mach die Box schnell auf. Das gibt's hier aufs Näschen. Usen. Dankeschön. So, dann lass uns mal eben hier gucken in die Kiste, was wir denn da auf Seite liegen haben. Wir haben einen
Tier 2 haben wir auf Seite legen. Ja, dann können wir den Tier 6er für uns selber nutzen. Das ist Werkbankset. Das heißt, du kommst... Nee, warte mal. Da kommst du, guck mal. Den 2er, den verkaufen wir. Und den 1er, den nehmen wir für eine Werkbank herzustellen. Wenn wir es denn können. Wir haben sogar noch einen Puffcode auf Seite liegen. Wenn wir mal ins Kalte gehen. Stimmt. Na gut. Komm mal, lass uns mal schon mal hier die Ressourcenauslage. Ach, das war dämlich gemacht. Wie hast du das? Der Hammer geht doch damit rüber und der Puffercode geht doch damit rüber. Okay, nice try. So, wie sieht es denn aus? Wir haben schon ein Tier 5 Pipe-Ding hier. Gut, dann kannst du repariert werden und auch vertickert werden. Und Vorschlag haben wir auf der Leiste. Wunderbar, wunderbar. Alright, alright. So, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Lass mal gucken hier, das Glas kannst du da reinlegen. Das kann geschmolzen werden. Viel ist da noch nicht geschmolzen. Ich bin da ein wenig zurückhaltend noch. Moment, du kommst nicht da. Also, guck mal nicht bei Futter rein, du Trottel. Du kommst bei Mods, kommen die Dinger zumindest rein. Das könnte man sogar, glaube ich, irgendwo draufpacken. Warte mal eben. Wie zum Bleistift hier rein. Da können wir das reinpacken. Guck mal. Dann sind wir noch ein bisschen sneakiger. Und Waffenmuni, das ist definitiv Waffenmuni-Kiste. Siehste. Wunderprächtig, wunderschön. Und das Verkaufszeugs hier reingedrückt. Bis wir wieder morgen zum regulären Händler gehen. Dann müsste sowieso. Nee, dann wäre das noch ein Tag dazwischen. Muss schon sagen. Gut. Wir haben in der letzten Folge haben wir ein POI markiert. Wenn der Händler heute nichts hat, dann wollten wir da hingehen. Und den machen wir das mal. Ich glaube, das ist ein Tier 4 oder Tier 5er Ding. Ich bin mir aber nicht so sicher. Deshalb sagte ich auch, ich glaube und ich weiß. So, das hat gute Schätze. Das haben wir schon ein paar Mal vom Händler aus gesehen. Das sah von der Seite ziemlich interessant aus. Das ist ein großer Bunker. Deshalb gehe ich davon aus, dass das relativ hohe Stufe von POI ist. Aber da wollen wir mal heute rein. Mehr als hops gehen können wir ja nicht. Und da liegt das Problem begraben. Ich will nicht hops gehen, ne? Da liegt schon jemand rum. Da liegt auch schon jemand rum. Wie sieht es hier munitechnisch aus? Das sieht eigentlich noch ganz gut. Ach, Gottchen. Stripper-Titis liegt ja auch rum. Oh Gott, der ganze Parkplatz ist voll. Zeit zu gucken, was wir machen. Alright. Oh je. Ja, das ist ein etwas höherer POI. Komm, lass dich treffen. Ich wollte dich noch gar nicht treffen. Vielleicht hätten wir uns vorher einen Kaffee reinziehen sollen. Und wir sollten auf jeden Fall Level Up hier kriegen. Au. Hau mir doch nicht. Ich bin zum Hauen da. Ihr seid zum Umfallen da. Damit wir das mal hier von vornherein jetzt einfach alle mal geklärt haben. Ich hau ihr voll um. So. Sonst noch jemand, der was will? Alles klar. Jetzt, der Parkplatz gehört wohl dann auch dazu. Okay. Ja, dann fangen wir hier an, fangen wir mal an, wenn wir Autos auseinandernehmen. Hier, guck mal, wir zack, hier Autos auseinandernehmen. Schön Zeugs hier, ja. Sweet. Und da waren wir beim Nachbarn, waren wir auch schon mal. Stimmt. Da steht der nächste auf. Das ist schon ein Holzfällerchen, ist das schon. Du bist im falschen Biom. Da, Winterbiom, hinter uns. Da gehörst du hin. Hier ist, nee. Hier wollen wir euch nicht. Du wolltest gerade ausholen, wa? Nee. Das hat den anderen schon gesagt. Ich hau ihr fallt um. Eine Patatatarie. Sweet. Wismansman und Kenny. Points. Schön. Da kommt die XP wunderschön rein. Wenn du jetzt auch noch angekommen bist hier, dann müssten wir eigentlich wieder Level Up haben. Boah, ey. Wie ich das weiß sagen kann, war, als wenn ich hier unten links auf unser Level-Links-Symbol gespickt hätte. Faszinierend. So, dann lass mal gucken. Wir hatten ein Taxi-Team-Pünktchen gegeben. Masterchef wollten wir uns sparen, aber meiner 69er wollen wir rein. Sweet. Oh, guck mal, da dürfen wir auch ein Pünktchen reingeben. Magman, bis Magman. Okay, dann nehmen wir den Magman noch mit und dann geht es hier in Fortitude Stufe 3 rein. Sweet.
Bin mal gespannt. Wenn draußen auf Fahrplatz schon so viele Dullis rumrennen, der kann halt ja drin nur noch besser werden. Someone's gonna die. Creepy Crawler. Ich hasse die Dinger. Blöden Schenkelbeißer. Komm, steh auf. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Da habe ich eigentlich wohl. Den ganzen Tag ist der eigentlich dafür gewillt, mit dir Zombies zu killen hier. Ingame-Tag, wohlgemerkt. Nicht richtiger Tag. Richtiger Tag habe ich nur wirklich keine Zeit dafür. Kenny, bleib hin. Mach dir nicht die Mühe. Ich mach's mir sehr, sehr gemütlich. Das ist nur die Frage. Gehen wir von vorne rein oder gehen wir hier über die Feuerleiter? Warte mal, ist vorne irgendwie überhaupt ein regulärer Zugang? Wo will man uns denn hier drin haben als erstes? Das ist zugenagelt. Aber hier gibt es einen Zugang. Ich denke mal, man soll hier durch. Dann machen wir das auch. Please sign in. Auch das machen wir. Oh Gottchen, hier gibt es eine Menge auseinanderzuschrauben. Die ganzen Tretmühlen, ne? Oh Gott. Hier, Mr. Businessman. Weiß gar nicht, was du sowieso hier im Fitnessstudio machst. Du hast ja gar nichts verloren. So, einfach hier rüber rennen und die ganzen Laufbänderchen hier, die können wir super fit halten mit dem ganzen Auseinanderschrauben. Ich würde nicht überrascht sein, wenn wir hier einen Screamer triggern mit dem ganzen Auseinanderrupfen. Warte, warte, ich habe nicht richtig getroffen. Ich glaube, wollte gerade sagen, du bist auch noch nicht ganz down. Ich kann dich da leider nicht selber rausholen. Tut mir leid, da musst du dich halt nochmal ein wenig durchboxen. Oder ihr. Sind mindestens zu zweit. Gut, aber hier ist soweit alles klar. Das sieht ja so aus, als wenn er hier wegbrechen will. Allihop, allihop. Ne, das scheint robust zu sein. Voller Test, wa? Wie weit sei da? Kommt mal da raus, ey. Oh, jetzt wollte ich, glaube ich, gerade helfen kommen. Dann nicht. So, zack. Sweet, 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 sweet. Oh, hier ist ein Safe. So, mal gucken. Hauen wir uns einen Jailbreaker dafür rein? Oder. Lass uns erstmal den kompletten POI machen. Vielleicht, ja, auch das Auseinanderrufen machen wir am Ende des POIs. Vielleicht kommen wir noch ein, zwei Saves. Dann können wir die Saves in einem Durchgang dann abgreifen. So. Guten Tag. Wenn du nicht aufwachen willst, mein Gott, ich hab da beim gesunden Schlaf. Manchmal steht er sofort auf, wenn man nur 3 Kilometer entfernt einen Furz ablässt. Und manchmal, da kann man hier die ganze Welt zerstören und er wacht nicht auf. Irgendwie höre ich noch Gekloppe. I don't know. Sollte ja nicht eigentlich die Toilette stehen? Das hier für komisches Ding. Das sieht ja so aus, als wenn hier was Fakiges sein müsste. Als wenn hier so ein irgendwann noch versteckt ist. Aber offensichtlich nicht. Die Toilette steht außen vor. Also da kann man hier öffentlich rumkacken und sich bewundern lassen und dann geht man sich zum Schämen, geht man hier rein. Nee, das ist ganz klar eine Dusche. Aber was das hier ist, keine Ahnung. Und wo versucht ihr euch denn durchzukloppen? Hier ist übrigens die Fitnessbude, aber das ist schon wieder empty hier. Kommt er nicht irgendwie aus der Decke oder so? Das sieht aus, als wenn man da durchbrechen soll. Hier. Guck mal, ich kann auch aufmachen hier. Guck, boing. Das ist doch spiegelbildlich, das wir gerade da auch schon hatten. Da muss man tatsächlich noch die Feuerleiter eventuell hoch. Sonst sehe ich hier noch nichts Neues. Warte mal, hier könnte aber noch was Neues sein. Ich bin auch zum ersten Mal in dem POI drin. Ja, ich kann ja auch nicht alles wissen, ne? Badezimmer, es funktioniert, aber hätte man schöner machen können. Das ist irgendwie komisch gebaut hier. Ich will gerade sagen, hast du mal deine Baukünste angeguckt, wie du die Scheiße mal hier zusammenrödelst? Also von dem her, Tja, dann ist ja wohl nicht mehr. Dann können wir das hier auseinanderrupfen. Da muss man tatsächlich noch außenrum die Feuerleiter hoch. Faszinierend. Oh, und die Quaterkuhle habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Stimmt, hier waren ja noch ein paar eingelassen. Ein paar Fluffies und Floffies und hast du nicht gesehen. Also Bier und Zeugs und Kram und Wasserchen. Ja,
Guck mal, hier schön. Man hätte mal von drin gar nicht erkannt. Ja, da kommt aber nichts. Oh, die ganzen Laufbänderchen hier. Was gibt ihr denn? Mechanical Parts und Elektro Parts. Ja, die kommen bestimmt nochmal ganz nützlich. Von dem her nehmen wir euch auch auseinander. Schön im Crouch verursacht nicht ganz viel Heat, nicht ganz viel Hitze. Oh, das Hitze ist das, was dazu zuständig ist, was triggert, dass ein sogenannter Screamer kommt. Falls das jemand noch nicht kennt, dann ist dann halt so ein super Zombie. Das ist so eine Karen quasi. Die kreischt dann draußen rum und ruft dann geboostete Zombies zu uns ran. So eine ganze Armee. Die können bis zu dreimal kreischen und bei jedem Kreisch gibt es eine Chance, dass er wieder in so einer Welle ein weiterer Screamer drinne ist. Also das kann ein Endlos-Loop werden. Ja, und so laute Sachen wie auf Metall rumkloppen und rumschießen oder sowas, triggert halt, dass die eventuell spawnen können, dass man die Zone heiß macht. Dass ein Krieg hier steigt in der Zone. Kommt ihr jetzt alle weg? Seid ihr alle von oben? Ist nicht sogar schon ein Feral gewesen? Ihr seid, glaube ich, schon Ferals, oder? Vielleicht ist auch eine wandernde Horde. Oder draußen ist ein Screamer und wir haben das einfach nur nicht mitbekommen. Hört mal auf. Ach Gott, ich hasse halt, wenn die Ärmchen nach außen ausstrecken. Hat sie dann schon treffen. Ich glaube, ihr seid von oben gekommen. Super, jetzt hast du mir den ganzen Arm verkratzt, hast du mir, du blöde Socke, ey. So, lass mal hier ein bisschen schneller arbeiten hier, liebe Ranch hier, denn ich möchte bitte vor 22 Uhr hier aus dem POI raus sein. Obwohl das eigentlich keinen Unterschied macht, die Zombies sind zu jeder Tageszeit gleich stark und schnell. Momentan so. So, dann jetzt, komm, hau dir das Candy da rein und dann knacken wir das Ding hundertprozentig und gut ist. Da. Was hast du für uns? Einen Magic Dildo. Eine tolle Wolle. Das braucht doch keiner. Und dann sind wir hier drinnen durch. Dann gehen wir noch außen rum. Ach, Mr. Hoodie bemerkt uns eh nicht. Dann die Leiterchen da hoch. Die Feuerleiter da hoch. Weil hier muss doch mehr zu einem POI sein. So tief sind wir nicht drinnen gewesen bis hier hinten hin. Nee. Die Fitnessstudie geht ungefähr bis hier. Nee. Da ist doch ein gut Raum. Lass mal gucken. Hier gibt es doch schon was. Guten Tag. Kenny mal wieder im Schlaf überfallen, der arme Kenny. Die Schweine hat Kenny getötet. So, bis jetzt noch kein Screamer gehabt, aber ja, der Tag ist ja noch nicht um. Adresse Nummer 1 dürfen wir nicht rein. Bei 2 wahrscheinlich durchs Fenster oder so. Auch gelockt. Hier müssen wir rein. Siehst du, warte. Hier, bitteschön. Wir hätten da jetzt... Wieso fällt hier alles auseinander? Ich war der nicht. Ich bin unschuldig. Tisch mich hier schon wieder jemand an, ey. Ich mag das ja gar nicht. Wo kommst du jetzt weg? Warte, hier kriegst du Power-Tag. Uiuiui, der hat gesessen. Für uns beide hat der gesessen, hat der volle Lotte. Gib mir mal die Aloe Vera direkt auf die Wunde, damit die nicht ganz so lange hält. Hier so. Wunderschön. Da waren wir schon dran. Und du bist auch verschlossen. Was soll das hier immer mit den verschlossenen Türen? So, mach auf die Tür hier. Das Spiel komplett bezahlt. Ich will überall hin. So, ist das schon Endloot hier? Oh ja, das sieht ziemlich danach aus. Warte mal, Hacker Kenny läuft noch. Da müssten hier 3 POI sein, nach der Box hier zu urteilen. Gut, dass Kenny noch läuft. Sweet, sweet, sweet. Und überraschend, dass hier nicht so viel los ist, zombie-technisch, beschützungstechnisch hier.
Guck mal. Ja, das können wir usen. Da gibt es neue Lock Candies. Sweet, sweet, sweet. Schön, schön ran hier. Hier muss doch noch mehr sein. Hier kommen doch noch mehr Dullis ran. Bestimmt. Guck mal, hier wäre ein Key gewesen für. Oh, der funktioniert sogar. Manchmal hat man dann in den gemoddeten POIs, dass die Keys hier irgendwie nicht funktionieren. Nicht so wirklich. Guck mal, da lernen wir, wie wir Öl herstellen und trinken ein Ölfläschchen dabei. Oh, so als Probebeispiel quasi. So, hier, guck, das kannst du hier herstellen. Wenn du gelernt hast, wie du hier Öl herstellst, so sieht das aus. Direkt mit Vorlage. Das ist doch Service ohne Ende. Hier lernen wir, wie wir Messerchen herstellen, dürfen wir aber nicht. Art of Mining Volume 6. Weniger, 50% weniger Schaden, wenn eine Mine einstürzt. Ja, immer, immer gut, immer ran damit. So, hier ist da noch was hinter der Kiste. Nope, ist empty Raum. Empty Space. Das ist ein Pilz. Lass mal gucken, was hast du für uns? Ja, quasi das komplette Angebot hier. So, war einmal querbeet durch, was du dir da so alles geben kannst. Neue Mümmelmasse. Sweet, sweet, sweet. Und ja, noch da noch ein paar Sachen. Ich glaube, da waren BDU-Dings da, Mumster-Hose dabei, weil die könnten wir eventuell sogar anziehen. Wollen wir noch mal gucken, was wir denn gerade anhaben. Wir haben an. Hier so eine komische Shorts haben wir an. Habe ich dich gar nicht gelesen? Ich habe dich gar nicht gelesen. Oi. So, und Video Bottoms. Ja, die mag ich doch viel lieber. Komm mal hier, dann mach mal hier auf Modifizieren das Ding da raus. Wunderbar. Hier auf Modifizieren, der Täschlein da rein. Und dann auf Wer und Gut ist. Und du gibst nur 8 Dollar Reduce, können wir dich scrappen. Alright. Empty, empty. Mr. Hoodie kam doch noch zu uns ran. Alright. Dann die Tür können wir leider nicht in der Marsch zu machen. So, hier gibt's noch Zeugs. Komm hier, wach auf. Boing. Patrick liegen. Businessmaner hier. Der Boden sieht aus, als wenn die hier durchfallen können. Aber hier, guck mal, hier gibt's Bücherregale. Sweet, das habe ich gerade erst gelesen. Das brauche ich nicht noch. Mal kannst du wieder zurückhaben. Hier, die Tür können wir in der Marsch zu machen. Ups, wo kommst du denn jetzt weg? Kannst du nicht mit den anderen? Naja, wenigstens seid ihr jetzt wieder komplett. So, bricht das durch? Ne, bricht nicht durch. Alright. Eine leckere Suppe gab es für uns. Hier noch jemand zu Hause. Der sieht nicht so aus. Oh, eventuell doch, I don't know. Du bist empty. Du bist empty, du bist empty, du bist nicht empty. Ist da was hinter? Nee, sah gerade komisch aus. Jetzt sah gerade komisch aus. Ziemlich verwinkelt hier. Du bist auch empty. Geht das hier einmal rum? Da geht einmal rum. Interessantes Apartment. Eine super WG hier. In der Küche war ich gerade. Alright. Sweet, sweet, sweet. Dann geht's das doch bestimmt bei Adresse, bei der anderen Adresse auch so hier. Da waren wir auch noch nicht komplett durch. Hier mach auf das Ding. So. Nicht so hibbelig hier. Mach mal hier. Guck mal hier. Wird doch schon spät hier. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen Gas geben. Guck mal, ich hab deinen Schatten gesehen. Ja. Ist nichts mit ansneaken hier. Ich wollte deinen Schatten hier hochrennen sehen. Geht das noch höher? Das ging doch noch eine Etage höher, oder nicht? Das ging noch ein bisschen höher. Vielleicht sogar 2 Etagen noch. Ja, vielleicht machen wir die anderen Etagen dann morgen. Wir sind gerade sowieso schon ziemlich überladen. Nein, wir können auch ordentlich was auseinander schnibbeln. So ist das ja nicht. Wie zum Beispiel das hier. Guck mal, da gibt wieder nur 12 Groschen in die Tasche. Da können wir wirklich scrappen, können wir das. Das bewahren wir uns auf. Hier, ess mal die Suppe lieber. Das ist wesentlich besser. Guck mal, das kannst du jetzt mal zum Beispiel scrappen. Also hier können wir noch einiges scrappen. Stimme bleibt hier. Da war hinter. Nope. Und du bist mal wieder verschlossen. Eine Frechheit ist das hier. Eine Unverfrorenheit. Ohne Gleichen.
So, ihr seid echt in einem falschen Biom. Merkt euch doch nochmal, ihr gehört ins Schneegebiet. Nach wie vor, da hat sich nichts dran geändert in den letzten 5 Minuten. Bücherregal ohne Bücher, also unverschämt ist das doch. Ich mache bestimmt noch ein Level-Up heute in der Mine drin. Na gut, da können wir in der nächsten Folge können wir da ein Pünktchen vergeben. Den hier haben wir sofort wieder. Die anderen beiden Etagen oder anderthalb Etagen oder so, die da noch sind, die machen wir morgen fertig, würde ich sagen. Ja, guck mal, hier kommen wir schon wieder rum. Aber diesmal ist hier was in einem Schränkchen drin. Ne? Sweet, sweet, sweet. Aber auch nur wieder einmal so ein paar Schuhe. Du bist zum Verkaufen gut. Modifizieren, dann die Farbe raus. Wunderbar. Und Scrappy Scrap. Gut, gut, gut. Dann jetzt fix nach Hause und dann nochmal eben an der Verkaufskiste gucken, was denn da alles in die Verkaufskiste reinkommt. Ich meine, ihr könntet noch ein paar Sachen hier auseinanderschrauben, aber guck mal, wir haben schon 22.10 im Game. Das ist, wir haben unser Tagessoll hier erreicht. Nix wie nach Tüss, wo ist mein Fahrrad? Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich hab Angst im Dunkeln. Ne? Okay, gibt's Mörder-Schickens-Gibbelt hier. Mörder-Hühnchen. So. Da, wir sehen uns morgen nochmal wieder. Wir sind ja noch nicht durch, sind wir noch nicht. Also, nee, nicht morgen. Ich sag mal morgen. In der nächsten Folge. Das ist nicht unbedingt morgen. Samstag kommt die nächste Folge. Die nehme ich freitags auf. Mahlzeit. So, dann lass mal direkt gucken, was wir hier reinpacken können, was nicht. Du, hier, das kann da zum Beispiel reingepackt werden zum Vatikan. Da nicht. Ich wollte gerade sagen, das können wir scrappen. Das kann verdickert werden, das kann verdickert werden, das kann verdickert werden, das kann verdickert werden. Du bist auch für ein Scrap-Rap. Du bist für ein Scrap-Rap. Du bist für ein Scrap-Rap. So, dann haben wir jetzt erstmal die Leiste voll. Oder? Ja, da geht noch ein bisschen was. Military Parts können verkauft werden. Die Parts können verkauft werden. Die das können verkauft werden. Bist du zum Kochen? Du bist zum Kochen. Alright. Die Parts können leider auch verkauft werden. Du bist zum Usen da. So, okay. Und du bist zum Verkaufen da. Wunderbar. Dann haben wir da der ganze Verkaufsrummel in der Kiste drin. Ich kann ja noch ein paar Sachen direkt scrappen. Wunderprächtig, wunderschön. Ja, dann haben wir erstmal für heute schon 23 Uhr hier. So, vielleicht können wir mal gucken, weil können wir noch ein bisschen was zusammenbrutzeln hier, was Leckeres. Was super Leckeres nicht. Ein bisschen Boiled Meat eventuell. Schade. Na gut, wie gesagt, das war erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich denke mit einem weiteren Levelpünktchen, wenn ich mich gleich in die Mine begebe, so 2-3 Stündchen hier noch, also Ingame-Stunden, dann müsste ich eigentlich hier den Kreis voll kriegen. Na gut, ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt der Gas, habt Spaß und auf Wiederblinke. Tschüss.